Das EMS, glaube ich, mit Fnatic einfach mal alleine drüber gefahren. Oder war es Kopenhagen Games? Naja. Das ist echt krass. Oh, jetzt ist sogar einer T-Rot. Wer ist denn das? Frost. Senfes, ja. So, ich bin jetzt wieder drauf. Boah, Hiko. Was macht jetzt Hiko? Er ist jetzt blind. Boah, Moin. drück rein! Schade, Munition war auch alle. Boah, sehr viel Fläche unten noch. Schade, Der ist Dave. nur eins weg. Jetzt die One on Karte one. aber auch nicht gehittet. Nee, one on two. Ja, können sie niemals, kann er niemals sagen. Kommt da nicht mal aus dem Schacht. So, ich hoffe mal, es läuft jetzt besser. Jetzt leckt es weiter angeblich. Da kann ich wirklich nichts machen. Wenigstens hier auf London jetzt noch keine Frame Drops. Und wieder bei außen, sie haben Nimmt es mir wieder, gekauft. ja. Ne, Moment. Wieder Abgang eingenommen. Im Fenstergang. Guck mal, Zu dritt. wie sie sich kontinuierlich auch irgendwie da zurückziehen und das immer defensiver decken dann. Ja. Lassen halt die Map komplett kontrollieren, also. City zu spät. Na, es ist leider kein gutes City-Spiel. Bis auf die Runden vorhin, die waren ja ganz gut. Aber hast schon recht, sie haben viel zu viel Kontrolle. Ja. Also da hat Very Games schon viel besser gespielt gestern. Ja. Die haben ja auch immer über außen gespielt und ja. Na, da stellen sie halt den Screamen, macht einfach vier Headshots. Aber das ist mir vorhin auch schon gegen Very Games aufgefallen. Waren da auch teilweise ängstlich. Wir haben einfach so Ja, ekelhaft vor langsam allem gespielt. Ich fand das sehr die haben mal schlecht. CT sehr krass geführt und dann haben sie irgendwie, sind die irgendwie eingebrochen Ja. und die Runden verschenkt. Ja, jetzt ist Frost am Abgang mit der A, wa? Naja, ist ein Nee, Autosniper. Autosniper, ja. Mann, das ist ja nicht so schlecht. Wenigstens. Haben sie Ja, den ein First Fullset wegbekommen? hat er schon Boah, stark 20 von HP, aber. Senfes. Ja, sogar zwei Frags. Er muss ja gerade eigentlich überhaupt nicht da stehen. Er kann jetzt mal außen. Hat Senfes die ganze Zeit gespottet. Warum ist Frost dann noch nicht am Abgang? Da war auch die Bombe down aus gerade. Oh, schöne Flash für TCG. Die Frost Rudolf mal wieder verschickt jetzt besser. auch. Ja. Friedberg letzter. Also, es geht doch wegartig. Ja, die Frags müssen halt am Abgang fallen, ansonsten ist halt, ne? Oder wo war das hier, Senfes? Der war ja nicht Senfes Abgang. Wo war war er? Garage außen, hat er Garage, zwei ne? gemacht. Einer war sogar schon fast unter Cat. Schöne Fünferrunde. Eieiei, 10 Runden. Ah. Ja gut, mit Pistol, aber trotzdem. Wird sich wohl alles auf Inferno entscheiden. Ja. Zu dritt Rampe. Bantec. Gehen direkt runter. Frost geht dann direkt mit seiner Autosniper und Boah, Base schöne geht Flash von auch. hinten. Senfes ist richtig blind, gerade Halle. Wird überrannt am CT-Schacht. Ja, haben alles schon eingenommen. Wallflex fallen. Komplett Halle GG. frei. Das ist Ja. einfach nur eine Überfahrung, leider.
Der gestern schon gesagt, Nuke ist Lips beste Map. Ja, und Train, ne? Ja. Train gar nicht mal. Aber Barry Games konnte wenigstens gegenhalten. Was man leider bei Contic gar nicht sieht. Also, so ein paar Runden sind halt gut und dann wieder werden sie auseinandergenommen. Ich hoffe, das bessert sich noch. Mal gespannt, was Bantik jetzt in der Piste macht. Hm. Also sie müssen sich was einfallen lassen. Auf jeden Fall gewinnen. Sie haben noch nicht gekauft. Ah, kommt noch ein Restart, okay. Einer mit Equipment, der Rest also der alle Weste. TCK hat Granaten. Wahrscheinlich wollen sie irgendwie Halle was machen, wahrscheinlich. Also, mal schauen. Außen. Erstmal Vorraum schimmeln. Informationen sammeln. Oh, und Pommes liegt direkt Post geht an. Alleine außen. Ja. Alter, Flex ist. Verkauft Kevlar und geht einfach Pommes auf. Aber man kann auf New Exist immer drauf wetten, dass Exist Pommes ist. Ja, wollte ich schon sagen, man weiß es eigentlich, aber Days gibt ihm jetzt den Über-One-Shot. Schöner Austausch. Ich denke mal, die haben auch halt auch wieder so ein fetter Headshot, aber sie gehen auch alle alleine. Ja, ich glaube. Ohne Refrag. Aber TCK sollte da auch die Grants. Da wartet schon Forrest mit der Reihe. Boah, down. Nice. Boah, krass. Der zweite war sick. Okay, Freiburg direkt unten. Geht auch Freiburg über die Tür, das ist sehr nice. Boah, sehr geil gemacht am Fenster. Boah, und Get die haben es nur angefaked, dass sie reinspringen. Boah! Alter, Hiko! Boah. Was war das, bitte? Boah, der war sick, ey. Ich hab's aus Freebergs Sicht gesehen. Ja, ich auch. Oh mein Gott. Nein, oder? Jetzt kann TCK jetzt im Helden mehr. Getride hat das Kit weiß nicht, muss jetzt auf jeden Fall da das Kit holen. Er weiß aber nicht, wo er ist. Kann er niemals holen mit 9 AP. Sei denn... Doch, Schächte zu, jetzt weiß er, wo er ist. Oh, nein! Er hat sie ganz kurz aufgemacht. Ja, er hat Tricky gemacht. Boah! Sieht man da kurz was? Krasse Runde von TCK. Getward hat's gesehen. Ja, ja, er hat die Tür gesehen, klar, aber ob der Terror ihn gesehen hat. Richtig. Hat er dann gesehen, dass ach er die Tür so. Ich war nicht in seiner Sicht. Ne? Ich glaube, das war aber die Runde, nicht das, was er bezwecken wollte. Ich glaube, er wollte bezwecken, dass Getward schießt. Hä? Warum steht's halt, indem er die Tür aufmacht. Ach so, ja, L4, die Halbzeit. Krass. Ich die Runde hatte aber... Ich hab grad gedacht, Nipp hat die Runde gewonnen, aber egal. Die Runde hatte aber nichts mit Teamplay zu tun, ne? Die Runde wurde entschieden, weil halt Einzelskill und Headshots. Ja. Am Anfang die ersten beiden, die tot gegangen sind, war halt nicht so okay. Der erste, den konnte man noch ein bisschen verstehen, aber der da an der Rampe war halt fail. Doch, Quantic schnell runter. Edward hat eine Pumpgun, Fiflan auch. Hm. Kennt man ja die Szene da am Fenster. Ach, wenn der jetzt hier im Schacht ist. Also sie sind immer noch Garage, gehen unter Cat. Boah, sie checken sogar jedes Gammeleck da hinten. So, boosten auch Cat. Aber Nip könnte das schon gehört haben. Auf jeden Fall, aber gut gegen eine Eco-Cat zu boosten. Boah, wie viel Hits der schon gekriegt. Boah, der Exist. Und Frost auch einen Headshot da unten bekommen. Ah, schade, Fiflan setzt den Shot daneben. Alter, Getrad noch in der Halle. Wie knapp diese scheiß Eco wird. Ja, aber das werden sie jetzt, obwohl Eco hat 18 AP. So darf jetzt erstmal nicht sterben. Boah, er ist am Spot. Boah, wichtig für TCK. Ah, echt knapp, Mann. Ja, zu knapp. Ob Nippets kauft? Hat man ja auch schon ab und zu gesehen, wobei auf Nuke glaube ich nicht. Aber D2 oder so hätten sie wahrscheinlich jetzt Farmers gekauft. Okay, ich kriege auch die Information jetzt, dass auch der Isaiah-Stream da rumleckt. Okay.
Aber der hat glaube ich gestern schon geleckt oder vorgestern. Dieses ganze Event über, aber doch. Boah, schöne Variante. Er hat aus der Halle raus nach außen geflasht, durch die Fenster. Dann ist Nip rumgegangen. Komm mal, Private. Doch direkt ein Fick. Boah, schöne Headshot von Frost. Gadget wieder mit Pumpe. Und noch einer ein von Headshot. Frost. Da glaubt noch einer unten, ne? Ne, beide oben. Die lange Distanz kann auch Gadget nichts machen. So, konnte ich ein bisschen ran. Wenn sie jetzt die erste Equip direkt holen, vielleicht noch was drin. Apropos Distanz mit der Pumpgun, ne? Also keine Ahnung, ich hab letztens in dem VPL-Match von der Pommes aus dem Radio einen Headshot bekommen. Ein Klick. Okay. Von der Pumpgun. Von dieser Nova, oder? Ich hab von Kollege MSL auch einen Klick bekommen in der Banane. Von der Nova, der oder Pumpgun. Was? Ja. Krass. Achso, ein... Ah, gegen Kevin! Ja. Im Kaufleers League. Get extra auf Distance. Boah, schön, Frost mit First Track, mit der Arme. Boah, Neck exist. Boah, schönes Pre-Fire von Dazed. Aber Freeberg durch die Tür. Muss weiterhin Pommes aufpassen. Samp ist noch auf dem Stein. Frost geht jetzt. Er will den First Track picken an der Rampe. Ah, den zweiten eigentlich. Ja, meine ich ja. Nip macht jetzt wieder das, was ich mal gestern angesprochen habe. Am Anfang der Runde mit zwei Halle unten decken auf dem Spot und jetzt wieder einen geboostet. So, krass. So hat. Ja, der verschiebt direkt runter, spielt genau. Und dann ganz wichtig, dass der Catch-Spieler auch wegschiebt und nicht dumm stirbt, wie gestern zum Beispiel Kenny. Also Nip spielt das auf jeden Fall sehr gut hier. Freeberg ist direkt auch hochgegangen, die Leiter. Das macht halt Professionalität aus, ne? Weil hätte sich für Flaren da gezeigt, dann wäre halt schon GG. Die warten halt immer ab, bis einer einen Fehler macht, damit sie die Runde halt drehen können. Ah, ne, 20 sehr Sekunden schön, noch. Sind jetzt Dev. Wir müssen unten gehen. Flaren muss jetzt dann hier über Abgang. Für Flaren? Oh. Okay, kann den Planter holen. Muss ein bisschen Autos machen. Jetzt reloaden. Ah, ein Frostschild auch. Schade. Trotz gefallenem First Track. Aber hast schon recht. Geld stimmt, glaube ich. Nip sehr gut da. Wohl. Ja, doch, Geld stimmt. Die werden dann nochmal kaufen. Die Amerikaner sowieso, die kaufen noch mit noch weniger Geld. Einfach auf Kreditkarte. Aber Frost hat kein Geld. Kauft sich jetzt nur eine Galil ohne alles. Halt wieder erlaubt mit seinem Move wirft er immer die Smoke vor diese von Tero, damit er dann rechts diesen Schlitz hat. Hat auch einen Headshot gemacht. Gegen Samphis. Frost aber schon am Tero. Boah, was macht Flaren da? Er pusht, ja. Geht wieder weg. Geht wieder Dev. Flash jetzt da aus, jetzt wollen sie wieder Rampe gehen. Weil einer noch auf dem T-Dach steht. Boah, jetzt Forrest mit der Arbe-Rampe. Mal schauen, was er macht. Er hat gesehen, dass er... Flash. Boah, er war knapp daneben. Ja. Boah, Fußhead gemacht. Und Kreuzfeuer. Schöner Head. Mal gucken, ob TCK wieder direkt den zweiten macht. Wird aber, denke ich, Def gehen. Boah, er moved schön aus. Was macht er denn da alleine? Boah, der gemoved ist. Boah, aber TCK, das war verdammt schlecht halt. Boah, Diego springt auf die Kiste. Schau, sie gehen wieder alleine vor und TCK rennt doch einfach mit der Bombe da raus. Ja. Halt schlecht. Machen echt viel zu wenig gemeinsam. Ja. Aber ist aber auch so amerikanischer Style halt, ne? Einfach irgendwo vorzugehen, auf einzuskillen und Headshot. Ja, das funktioniert halt nicht gegen Nip. Ja. Es funktioniert halt in ihrem auf ihrem Kontinent, aber... Also aim-technisch können sie auf jeden Fall mithalten, aber... Ja, klar. Sind allein die Pistol, ne? Wir fliegen ja nur Headshots, aber... Wie gesagt, die müssen halt mal mehr zusammen spielen. Jetzt auch Forrest mit Arme. Eco bei Quantic. Vergiss
abgerissen sogar, die Bombe. Das Gatorade spielt das aber auch jede Runde gleich. Einfach meine Arme umziehen können. Forest mit der Arme außen. Und jetzt den A. Das wissen sie. Oh. Der war schlecht. Ja, schade, ja. Max ist einfach auch so ein Tier. So, letzte Chance für Quantic. Frost hat kein Geld für eine Arme. Warum hat Forrest die Arme nicht mehr? Ist er gerade noch gestorben? Ja, der ist außen gestorben. Ja, stimmt. Von der Diegel. Hat zweimal daneben geschossen. Oh, zu vier direkt außen. Gatorade am Todi. Oh, sie geht Senf ist auf der Main. Deckt den hier ab. Boah. Gatorade hat den schon gesehen. Auf jeden Fall die Füße. Mal schauen, was Quantic da macht. Da gab es eine Flecht, glaube ich, für ihn. Quantic wird unten. Komm mal, schau mal, wie ein Nip-Deck. Ja, krasses Doppel. Ja. Sieht da einer duckt, der andere hinter ihm steht. Und schau. Ah, Moment, vielleicht noch offen. Ah, jetzt müsste TCK den Frag setzen. Der ist unten, hat immerhin die Bombe. Ah, wie Nip das abgeklärt runterspielt. Freiberg. Boah. Minischlitz. 2 HP runtergeschossen. Aber wie man sieht, Snip hat auch so seine Schwierigkeiten da. Ja, so Abgang ab und zu halt, ne? Ja. Er konnte halt nicht direkt den Refrag setzen, aber danach hat er geholt. Schade, gerade nicht wirklich eines Finales würdig. Quantic hat, glaube ich, auch nicht so viel Geld jetzt gehabt. War ja doch alle AK. Der ist keine keine Weste. Frost, keine Weste. Rampe geht's einfach vor. Die checken aber das Radio nicht. Und X ist in der Pommes. Das ist zum zweiten Mal, diesen First Pick haben. Ist, rechnen sie nicht. Da kommen auch die Banks von der Halle. Gut ab. Und aber jetzt einer schon Abgang runter. Boah, stark von der ist. Gefällt mir gut. Durch den First Raid musste nämlich Get Right schieben und helfen. Dadurch ist jetzt einer schon Abgang runter. Zweiten sieht er jetzt außen. Boah, Freeberg, und Freeberg mit dem schönen Frag. Er geht wieder Richtung Rampe, wie eigentlich nice. Immer. Boah, aber der ist schon Headshot gegen Forrest. Richtig krasse Runde von ihm. Get Right macht währenddessen einen Frag außen, der übrigens unnötig war, von Frost da down zu gehen. Die Mates Rampe durch sind, da hätte er durchaus einfach auf Zeit spielen können. Ah, ja, jetzt wieder alleine reinjumpen. Ja, auch gerade sagen. Und die Runde ist jetzt eigentlich von Vorteil für Nip. Das Equipment stimmt bei Nip. Boah, lucky, ah, ja. Dass Hiko oh, da ein Fenster der nicht hoch. Durch? Das legt doch mal, Mann. Und er deckt ihn nicht mal. Doch, doch, der andere deckt ihn gut. Ach so, ja, doch. Perfekt gemacht eigentlich. Freeberg redet das schon mit dem. Boah, das war auch schön. Geil gemacht. Ja. Der obere schießt zuerst und der untere rennt rein. Sehr gut. Jetzt wieder zusammenspielen, dann ist alles safe. Ja, jetzt können sie die Runde nicht mehr verlieren, natürlich. Nee. Geht in den Schacht zurück, einzig richtige Variante eigentlich. So kann er es nicht mehr holen, weil ihn auf jeden Fall einer moven wird, der geht's helfen. Oder auch nicht. Da weiß man nicht, was er machen wird. Ja. Na, 8. Runde. Nip wird aber Geld haben, auf jeden Fall, und dick Kohle. Nico macht diesen Move, rennt nach einer gewonnenen Runde in die Bombe rein. Mein Nip lässt sich das sowieso nicht nehmen, 7 Runden, 7 Matchwelle. Jetzt noch haben.
Wenn jetzt halt ganz beruhigt spielen. Ja. Die Runde hat eigentlich auch gerade nur Dazed gedreht. Ja, Dazed hat sie vermasselt, wa? Der, der, ja, am Ende auch, aber er hat sie. Bis dahin hatte sie aber entschieden. Bevor er da gehirntot ins Fenster reingesprungen ist. Musstest du gegen Getroid, der diesmal an Treppen ist? Forrest ist, glaube ich, an den Treppen, hat eine Heil kassiert. Ah, okay. Hat dafür Frost viel mehr Damage gefangen. Ja. Boah, sein Fist schon Headshot gegen Getroid. Wir wissen, dass Forrest noch Abgang war. Der ist jetzt schon Rampe hinten. Boah, schön. Boah! Sehr stark aber von Dazed. Die Runde sieht sehr gut aus. Eigentlich schon fast schon gewonnen, aber bei Nip weiß man nie. Friedrich macht den unten jetzt gleich noch. Wir sind natürlich wieder sehr, sehr gesplittet. 23 Sekunden noch. Quantik, Leute. Aber sie sind. Wo sind die denn? Sind alle unglaublich gesplittet, aber jetzt ist die Runde eigentlich vorbei. Ja, die müssen Friedrich geht auch nicht auf den Spot gegen den Champion. Das ist vielleicht die einzige letzte Chance gewesen. Oder geht zum Fitness Walk, ja. Na, zwei Runden. Ich glaube, Friedrich wollte auch safen gehen, wurde dann nur geblockt von außen. Na, ob Nip nochmal kaufen kann? Hätte Friedrich gesaved, hätten sie auf jeden Fall gekauft, denke ich. So werden sie wohl ein Eco machen. Ja. Und kann bei Exist. Immer Shotgun eigentlich. Oh, guck mal, Boost an Rampe. Schöne HE, das ist direkt nur noch 15 AP. Schade. Boost ging auf und dann kamen sie schon rum. Sein Boost wäre mal in der Equip-Runde mal interessant. Fand ich auch gerade ein bisschen wasted, jetzt den zu spielen. Ja. Vor allem dann bist du auch noch auf Distanz, dann musst du ja Todes-Aiming haben. Dann müssen ja zwei Headshots sitzen. Keine Ahnung. Ne, boostet jetzt noch Cat. Für Flammen. Um dann vielleicht Dave zu killen. Kann es sogar schaffen mit der Shotgun. Ja, er wird den sogar killen. Nice. Boah! Netter Versuch auf jeden Fall von ihm. Boah, getried. Genau, no Cat. Also, Waffen haben sie viele rausgespielt. Ah, eine können sie mitnehmen. Aber sag ich mal, keine Ahnung, ist an sich halt relativ sinnfrei auf Exit-Frags zu gehen, weil. Wenn Nip eine Runde gewinnt, ist es ja eh vorbei. Also, hier, Quantik, die werden nicht mehr in irgendwelche Geldprobleme kommen in dem Match. Weil, wenn sie eine Runde verlieren, ist es eben zu Ende. Ja. Deswegen ist man ja, glaube ich, vier am Leben von Nip. Keine Ahnung, reinrennen und einfach versuchen, auch wenn es ohne Sinn ist, wäre besser gewesen in der Situation. Gleicher Aufbau eigentlich von Quantic. Geht halt wieder in der Garage, Frost mit Arbe. Senf ist immer auf dem Stein. So, tasten sich jetzt außen wieder vor. Weggesmoked, aber Getroid haben sie immer noch nicht gespottet. Gehen jetzt wieder Rampe, ey. Wo sie keinen antreffen, beziehungsweise nur den Schieber. Oder sehe ich das richtig? Ja wieder splitten, über Abgang und Aus. Jetzt erstmal ist keiner da. Boah, die Runde könnte. Ah, er bleibt so, hängen. Das macht's nicht. Beziehungsweise die Smoke geht weg. Sie lassen Rampe jetzt echt gerade offen und decken nur über unten.
Das wieder läuft in die Zeit hier davon. Die Runde war eigentlich ziemlich gut gespielt von Area 51, nur dass Memphis dann da stirbt, kommt er runter. Sieht's wirklich gut aus. 20 Sekunden noch. Oh, schön, das Fenster weggesmoked. Hier sollte noch weggesmoked werden. Entscheidet sich aber für eine Spot Smoke. Das schaffen sie nicht. Wenn der Lege jetzt down geht, ist eigentlich unmöglich. Der Plan wird durchkommen. Wichtig, der ist. Boah. Bin der zweite von Dazed. Aber jetzt von hinten einer. Und Dazed! Ah! Ja, macht den nicht. Und Frost verschießt auch noch. Ja. Ja, keine Chance. Ah, schade. GG, erste Map. Ja. Zweite Map Inferno. Nip wird CT anfangen. Hoffen mal, dass es besser aussieht von Quantic. Wir sehen uns gleich wieder hier auf der zweiten Map im Overall-Finale. Bis gleich.